So, das war jetzt eine ungeplante Unterbrechung. Ja. Oh, ich hasse solche Drogentrips. Nimm dir einen Moment und sag mir, wie es dir geht. Für die Wissenschaft. Du bist nicht echt. Inzwischen sollte das PG-240 die Blut-Hirn-Schranken überwunden haben. Halt's Maul! Deine Neuronen geben zufällige Impulse ab, während sie ausfallen. Dein Unterbewusstsein Ich übernimmt die habe keine Kontrolle. Ahnung, wo ich lang muss. Halt's Sorry. verdammtes Maul! Ich habe nur eine Bitte. Sorge dafür, dass deine Leiche für die Autopsie intakt ist. Ja. Irgendwie. Scheiße! Ich kann nicht weiterfahren. Das ist dir scheißegal. Und Castillo. Also, Das nur ist eine nicht neue real. Person. Rita! Nein, das ist nicht real! Jetzt Verstehst du bin es ich hier jetzt? Hallos, ey. Ich hätte nie auf dem Boot sein sollen, Danny. Du hast Mhm. mich hingebracht. Schön. Wir mussten weg. Ja. Castillo hat alle zusammengetrieben. Nein, Danny. Sie wollten nur dich. Ich hätte bei Clara sein sollen, aber ich ging in die Stadt, um mich von dir zu verabschieden. Ja, woher hätte ich das wissen sollen? Du hast meinen Platz bei Libertad eingenommen und mich einfach am Strand liegen lassen. Es hätte dich erwischen sollen. Ja, es tut mir leid! Ich hab Du keine. müsstest jetzt Fortunas Nummer 1 sein. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Karte? Da muss ich hin, okay. Fühlt sich das an? Aber ich bin im neuen Gebiet und deck das neue Gebiet auf. Und bin. Ach du Scheiße. Und fahre nur noch 50. Ja. Nein. Nein, halt, nein! Die Wafflers aus der Werkstatt? Das war ein großer amerikanischer Traum? Das ist ein Scheißname. Problemlöser-Werkstatt klingt doch viel besser. Schön. Andrew? Weißt du, was Wafflers mir sagt? Es schreit Mitleidsfick. Ich hätte den Okay. Yankee-Anschieß ertrinken sollen. Du hättest nicht Bin sterben sollen. sofort da. Es ging alles so schnell. Ich hätte nicht sterben sollen. Das ist alles, was du zu sagen hast, Danny? Du hast meine Leiche einfach auf dem Dach liegen lassen. Die hätten uns ja auch umgebracht. Bin nicht gut, wenn mein Gehirn Ja, halt die Fresse. Ich kotze schon wieder. Aleko, bitte, hilf. Ja. Oh, Gott sei Dank geschafft. Matthias! Danny, du als nächstes! Paolo, halt sie still! Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen! Das war der verfluchte Bambi! Er hat Okay, uns alles verloren! gut. Nicht so, nicht so! Wir wollten doch zusammen sterben, weißt du noch? Oh nein. Was machst du da? Danny! Hör Ich auf, muss deine mir Lunge selber zu raus, drehen! natürlich. Oh. Adios mio, Danny! Ach du Scheiße, jetzt kommen doch bestimmt ganz viele Soldaten, oder? Oh, Gott sei Dank Willkommen nicht. zurück. Wie geht's Leben noch Kinder? alle? Ihr habt beide Glück, den besten Arzt in Yara zu haben. Wo ist Paolo? Draußen. Er meinte, er muss einen Krieg planen. Scheiße. Wenn du dich nochmal aufschneidest, flick ich dich nicht wieder zusammen. So, da war ja gerade. Uiuiuiui. Der Drogentrip haben wir jetzt auch schon abgeschlossen. Ja. Da vorne ist er direkt. Oh, hier gibt es noch ein paar Infos. Die nehmen wir noch mit. Ne, Schatz. Aber ich werde mal eben. Auch mal eben Pause wieder machen, um die letzte Folge eben richtig abzuspeichern, dass ich die nachher noch wieder finde. Ja. Für euch macht es nur im Schnipp und es geht wieder weiter hier an der Stelle. So, da sind wir wieder. Okay, sprich mich Paolo machen wir nicht, sondern wir machen da vorne den Kontrollpunkt und irgendwo, ich
auf die Karte und hier ist auch noch einer. Wir haben jetzt zumindest schon mal Barwell, kann man das aussprechen, ein bisschen gesehen. Und befreien das jetzt ein bisschen. Und nach der Action möchte ich jetzt mich mal eben ein bisschen einmal runterkommen und dann. Okay, hier ist eine Werkbank. Okay. Ich habe eigentlich sehr viel robuste Dichtungen, habe ich nicht so schön. Ne, Werkstoffdichtungen sind das hier. Viele. Gut. Ah, perfekt. Material ist aufgefüllt. Gut. Da vorne kann ich Infos kaufen. Dann packe ich mal eben die Waffe weg. Sir, ich hätte eine Frage. Du hast das für mich? Geld ist eine Sprache, die jeder versteht. Hier werden die Vorräte aufbewahrt. Danke sehr. Okay. Wenn diese. Wie viel kostet hat das jetzt? Kostet 20 Pesos. Ja. Das ist echt ja lächerlich wenig. Also, so ein 2-3 Leichen plündern. Upsi. Ja, ja. So, wo ist die Tafel? Oh, da ist die Tafel. Hier ist ein bisschen Sprit noch. Hier ist auch noch ein bisschen Sprit. Das war's schon? Also diese Kontrollpunkte sind ja echt lame. Und bis jetzt hatte ich es auch noch nie, dass die Armee probiert irgendeinen dieser Punkte. Also Schlüssel benutzen. Zurück zu erobern. Das finde ich auch ein bisschen. Das hätte so ruhig nur einbauen können. Das ab und zu mal. Wer hat das probiert, weil. Ist ja doch schon komisch. Ja, das. Keinen anscheinend zu interessieren. Wo ist denn der Heli? Doch irgendwo. Wo ist denn dieser beschissene? Da ist der. Ernsthaft? Ah, hier ist so ein Mörderding. Ich kann das nicht benutzen. Ah, jetzt. Das ist gut. Wir markieren schon mal den
Die nächsten Kontrollpunkte ist direkt hier. Wenn wir eben einmal so dahin. Gut, jetzt hat er sich wieder beruhigt. Hi, du hast was für uns? In der Basis der Spezialeinheiten werden die Besten der Besten okay. für Castillos Armee ausgebildet. Sie auszuschalten wäre ein vernichtender Schlag für das Regime. Danke dir. Okay. Ich schätze einen Außenposten. Ja. Hier oben. Hier ist Uran, das heißt, hier ist auch irgendwo ein Flugabwehrgeschütz. Das heißt, hochfliegen da in die Ecke sollte ich noch nicht. Ja. Gut, dann schnappen wir uns jetzt ein Auto. Und da ist ein Moped. Puh. Also das war ja gerade für ihn. Uiuiui. Gute Action. Muss ich mich einmal wieder richtig hinsetzen. Tragischer Unfall. Auch total random läuft da so eine Sache rum. Einfach, oder ein Soldat, ganz alleine, ohne alles. Ich weiß halt auch nicht, was für ein System dahinter steckt hier. Aber ist bei uns dann, ja genau, so, da lief gerade auch einfach eine Olle von uns rum. Ja, ihre Waren verloren. Sie rennt jetzt schreit weg, weil ich. So, da ist er. Der gleich voraus. Hier ist eine dicke Brücke. Ach geil, ich guck mich um und schon springt der Autopilot ein. Bitte nicht! Bitte nicht! Nicht. Du, hi. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Das ja. ist mir. Ja. Liebe Tatkisten. Okay. Was haben wir denn hier? Erstmal mein Smartphone rausholen. Scheiße. Kontrollpunkt. Ein Scharfschütze. Jetzt können wir. Da ist schon irgendwo Krieg. So, der ist schon mal kaputt. Muss ich mal eben schnell hier rüber rennen. Ja. Jojo, bleib ruhig. Muss ich mal eben ein bisschen. Wo? Hier wieder reingehen. Wo ist eigentlich mein Helfer? Komm mal her. Chorizo? Ja, du bist mein Feibieser. Jetzt gibt's auf die Fresse, ihr Bitches. Hinten. Oh, fuck. Jeder kriegt die Sperma ab.
und die ist auch tot. Die Werbetafel. Wo ist das, die Werbetafel? Los jetzt, Chorizo. Ah, das war die Werbetafel. Dann war es das. Ja. Yeah. Libertad. Bin ich mein Freile. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was die Verstärkung da war. Was ein Scheiß. Irgendwie, also die. Waren das die zwei, drei Leute, die von da gekommen sind? Das ist die Verstärkung. Oh, meine Freundin würde für so einen Hund töten. Ist meiner! Leute, was ist los? Hier hat keiner für mich Infos. Doch, da, aber das ist kein Iowa-Karte. Sag mir, was du weißt. Danny, ein paar von Castillos Soldaten haben einige unserer Guerrieros kaltblütig ermordet. Ja, du scheinst jetzt wieder unterwegs. Wir planen einen Hinterhalt und hätten dich gern dabei. Danke. Hier gibt's was ist der Plan? Mhm. Dann weit mich halt nicht an, ihr Vollidioten. Mach ja hier wieso alles einmal allein. So, ich ist noch Loot. Jetzt wäre schön gesoffen. Gut. Oh, da sind Infos. Noch. Oh, bestimmt nur ein Anglerrevier oder ein Rennen oder so. Das ist nur ein Rennen. Ah, so. Ja, wo bist du? Wo bist du? Da ist ja ja mein Feiner, ja. Bravo, Junge, brav. Also die Frage, wie oft muss ich das machen? Damit der wieder verbessert wird. So, 50 Mal die Heimer auf den. Ja, dann buddelt der selber was aus. Finde ich gar nicht so gut. So, ich würde jetzt hier die Abfangmission direkt machen, weil die direkt hier vorne ist. Und uns dieser Moped. Ja, wäre cool, wenn Torizo hier in den Beiwagen hüpfen wird. Aber irgendwie kann er das nicht. Was ist jetzt hier das Problem? Die Leute, ihr wart mit vier Mann, habt ihr die eine Wache nicht hingekriegt? Und dann wundert sich, dass der Widerstand nichts wird. Ist doch keiner mehr. Alles klar. Gracias, gracias. De nada. Hey, ich zieh meine Billo-Pistole, gib den hier 5 Meter neben dem, gib dem Headshot und er reagiert halt einfach gar nicht. So. Hier ist die Abfangmission. Oh, hier ist auch noch Loot. Okay, oh nee. Abholteam, Vorsicht! Die Lieferung scheint auf eine. Entschuldigt. Cornio, Roger, wir finden sie. Ich nach 5 Minuten. Chavik. Komm, steck auf. Hä? Fest Flamingo. Weg. Ja, jetzt geht's wieder los. Wieder gegenüber, aber das sollte man schaffen. Also auf die Kiste habe ich eher schon sowas von gar keinen Bock. Da unten unter der Brücke irgendwie drunter zu klettern, sowas ist immer nicht meins. So. Hilf, ich kann nichts. Aber wir setzen immerhin auf erneuerbare Energie für die. Für die Fabriken, die mit Sklavenarbeit betrieben werden. Aber immerhin erneuerbare Energie.
Man kann es ja auch nicht immer allen recht machen. Hätten sie ein Atomkraftwerk, würden auch wieder alle rummeckern. Also von daher. Ja. So, hier ist mein Kontrollpunkt. Libertad, wuhu! Deswegen kann ich hier durchbrettern. Ui. Also sorry, aber wenn mein Real Life mit über. Okay, mit 4. Hyänen. Okay. Ja, auch einfach so eine paar Schützstellungen und so. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Oder ist ein Sniper sogar drin? Hier ist ein Zaun. Sogar komplett. Ja, keine Ahnung, was das für eine Baustelle ist. Ich muss jetzt hier irgendwie abbiegen. Und ich weiß, dass hier auch ein vierter Kreisel kommt. Das nehme ich. Oh, schön mit Park. Du darfst hier nicht sein. Entschuldigung. Jetzt mal eben das Handy nehmen, eine Wache, mein Auto, wurde auch markiert, schön. Ein Scharfschütze hält Wache. Das war's schon mal mit dem Scharfschützen. Easy, wow. Zeig dich. Das ist gut. Bei die Offizierin. Ja. Ich wollte gerade sagen, die ist. So. Scheiße, ja. Das ist richtig gutes Teil. Da drüben ist das Ziel. Ich sehe es. Aber man muss sagen, hier ist ein schöner Park. Ist hier noch wer? Hier ist eine Kiste. Irgendwo. Ich schätze, sie wird unten sein. Was könnte ich hier lesen? Hier ist noch was Benzin. Ach, da, ich Blindfisch. Nochmal. Eine Knarre. Total. Okay. Das ist einfach mal total. Sterb doch! Und wer meckert? Von wo? Ah, da unten. Dein Ernst? Ja, also das war ich nicht. Okay, jetzt hat er irgendwie automatisch. Also, das ist echt schick hier. So, uiuiui.
dass ich sehe schon 20 Minuten plus die ersten Teil der Aufnahme. Oha, also wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.